Abend, Köln! Guten Abend, Deutschland! Hier ist es, das große Finale von Masters of Dance! Ich liebe dich! Ich dich auch! Was bist du denn bitte für eine geile Sängerin? Super, ey. Echt, den Laden hier angezündet. Guck mal, was das mit dem Thore macht. Super. Was machst du jetzt? Heimgehen und Schokolade essen. Sehr guter Plan. Sollen wir es einmal probieren? Ja, das ist am Friday. Ja. Ja. Ich war ja. Ich, alle ich bin Insta-Opfer. Ich muss einmal kurz unterbrechen. Liebe Coaches oder vor allem Michael, Patrick, darf ich dir einmal diese Dame vorstellen? Hallo, wie heißt du denn? Grit. Tut mir so leid, dass wir uns nicht gedreht haben. Du, sag mal, ist das Michael Patrick auf deinem Oberarm? Ja, guck mal. Wie bitte, was? Ohne Scherz? Oh ja. Gott, echt? Das ist total irre. Für Grit ist das hier gerade schon total besonders. Sie hat vor 24 Jahren bei dir auf dem Konzert gestanden. Echt? Ja. Ach, krass, unglaublich. Wie wär's, wenn du einfach eine zweite Chance bekommst? Wir können uns jetzt nicht nochmal umdrehen, aber wenigstens, dass du es einmal nochmal richtig performen kannst für uns. Sollen wir das mal machen? Yeah, nice. Ja, komm mal, komm mal. Hi, it's me, Rita Ora. Hallöchen, Leute, guck mal hier, Rita Ora. So make sure you tune in at 8 on ProSieben.de, because we are live. Yeah, der Livestream von ProSieben in Concert mit Rita Ora, ladies and gentlemen. See ya. La cintura, na 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 vadura, na 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 fidura, la 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 controla, cintura, cintura. Voice of Germany, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben und Sonntag 20.15 Uhr in Sat.1. Kann ich deine Nummer haben? Von unseren Coaches hier Eintritt zu nehmen. Also, das ist echt Hammer heute. Und sag mal, Samu, hier, erste Reihe, Mittelplatz. Bühnenkante, also spitz. Hast du ihn gerade Samu genannt? Habe ich gerade Samu gesagt? Ja, genau. Ah, schön. Ich habe immer Samu in meinem Kopf. Ich heiße Smudo. So ist es. Smudo. Also. So, Smudo. Also hier, erste Reihe, Mittelplatz, direkt an der Bühne, also schon mal spitz. Plätze. Was erzählst du da alles? Spitzenplätze, ja, wir haben hier viele schöne Geschichten erlebt dieses Jahr, falls du darauf hinaus möchtest. Da wäre ich jetzt noch drauf gekommen, aber schön, dass du einfach schon antwortest. Also, bis jetzt wirklich schon schöne Sachen erlebt. Sag mal so ein Highlight der Staffel für dich. Das ist ganz klar, das ist die, dass Samu Haber gelernt hat, dass Morgenlatte nicht der Kaffee am Morgen ist. Das war tatsächlich auch eins meiner Highlights. Also schön, dass dir das jetzt gerade einfällt. Ich muss jetzt schon wieder darüber lachen, wenn ich... Ich hätte ja gedacht, du nutzt das eigentlich direkt, um so einen perfekten Übergang zu eurer Finalistin zu machen, aber das kannst du ja dann... Das ist, wenn man jetzt, ist ganz witzig, wenn man Michael Patrick fragt, ist das für den so 17 Jahren? Wann hast du das erste Mal auf der Bühne gestanden? Mit 17 Wochen oder so, ne? Nee, ich war 10 Tage alt und da hatte ich meine... Ich habe nicht auf der Bühne gestanden, sondern gelegen. Meine Mama hatte mich im Arm, aber... Es geht nicht um mich, sondern um dich. Ich muss sagen, nach diesem Auftritt verzeihe ich dir, dass du Yesterday nicht kanntest. Also, sehr gut. Ja. Und mit 17 Jahren war der schon in der ersten Musikrente. So sieht's aus. Also. Wer erzählt die meisten Witze? Wer was? Wer? Er. Who erzählst die meisten Jokes? Hilft es eigentlich, wenn man jetzt nicht versteht auf Deutsch, dass man es nochmal laut wiederholt? Wer erzählt? Dann mal. Ja. Wer geht mit auf große Voice of Germany Live Tour? Trommelwirbel. Linda und James. So sieht's aus.
sieht's aus? Linda, wo ist Linda? Herzlichen Glückwunsch, wo ist Linda? Linda. Ja, Linda. Ich sehe nur Haare. Linda! Linda, Linda. Ja, also das ist Linda. Sie sehen das jetzt nicht, das sind jetzt zwar nur Haare, aber das ist Linda. Herzlichen Glückwunsch. Und das James. Ist pure Freude. James ist, glaube ich, heute nicht da, ne? Ja, James hat Magen. James, an dich zu Hause. Herzlichen Bist du Glück. Ohnmächtig? Freust du dich oder was ist los? Oh nein, jetzt sieht jeder wie Scheune. Stimmt. Und ich werde aber noch ganz viele auf der Bühne sehen, wie du vor allem wieder singst. Ist das nicht schön? Ja, also das heißt ja. Ich glaube, ja. Sie kann gerade nicht reden. Sie freut sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr. Kein Problem. Also, viel dann freuen Spaß wir uns. Auf der Tour, Linda. Genau, auf alle Halbfinalisten und die Finalisten, die dabei sind. Und ja. Danke, dass ihr alle dabei seid heute. Und wir machen jetzt hier eine. Yeah! Und diese Stimmung, die können Sie auch live haben, denn unsere Top-Talente gehen wieder auf große Tour. Ganz genau. Und die Tickets gibt's jetzt schon auf thevoiceofgermany.de. Woohoo! Mir ist aufgefallen, also, dass du auch bei The Voice Kids dabei bist, das merkt man einfach. Denn du hast tatsächlich immer die jüngsten Talente im Finale. Auch hier. Letztes Stimmt. Jahr war es Benedikt mit 17, glaube ich, auch. Und diesmal auch wieder. Mhm. Ja, das sind die Guten, weißt du. Die Next Generation hat Bock aufs Team Mark. Im letzten Jahr hat es ja knapp nicht geklappt, meine Damen und Herren, draußen an den Ja, alle einmal bitte für Herrn Forster. Are you ready for The Voice? Der Fight um die besten Stimmen ist eröffnet. Kommt bitte in mein Team, bitte. Die besten Talente, die stärksten Coaches. Nonstop Music ab jetzt. The Voice of Germany ab Donnerstag, 18. Oktober, 20.15 Uhr pro 7 und ab Sonntag, 21. Oktober, 20.15 Uhr in Sat.1. Twertnia. Was? Twertnia. Heißt das nicht Twertnia? Twertnia, würde ich jetzt sagen. Twertnia. Ja, Marc? Nee, mit Z spricht man das aus. Das weiß ich, Twertnia. Ja, bei Marc wusste ich natürlich mit dem Namen, das wusste ich. Wirklich? Okay. Was waren denn da die Auswahlmöglichkeiten? Nee, ich hab's gar nicht gehört. Ich hab's Forster, noch nicht mal Forster richtig oder halt ein anderer Name. Oder? Ich wusste halt schon. Und halt der andere. Das ist der andere halt. Sag mal nochmal, wie war der andere Name? Ja. Was ist mit den anderen Songs? Wir hatten 100 Songs, aber nur 12 gute Songs. Und was mit dem Rest? Du kannst mit dein Solo-Project nutzen. Ach so, die bekomme ich auch. Ja, das wollt ihr nicht. Nee, dann mach lieber noch eine Platte. So, wenn du schon mal mit Sunrise Avenue hier bist, kann ich doch eigentlich auch mal mit den anderen reden, oder? Die stehen hier immer nur und du redest, oder? Hier, where are you? Osmo. Osmo, how are you doing? I'm doing really good. Yeah. How is working with Samu? I know he's not always easy. Let's not talk about it, please. I don't want to talk about it. Come on. Well, he's wonderful. I love him. How was it? Because I'm getting paid. Also, wie war's, als The Voice of Germany gewonnen hat? How was it when he won The Voice of Germany? When I won The Voice of Germany? He. Last year. Well, we had a good party. That's all I'm going to say. Okay, good Sie party. Wollen nicht mehr verraten. Danke, Osmo. Wow, ach du, wow. Das ist mein eindeutiger Sieg für wen auch immer. Für wen auch immer. Aber wir beginnen mit dem vierten Platz. Genau, also der vierte Platz geht an. Mit 13,52%. An Eros Atomos Isa. Und damit ist eine Sache klar. Team Fanta werden sich dieses Jahr nicht den dritten Titel holen.
Eros. Eros. Wir haben es ja gerade schon gesagt, ne? Also mega, du kannst trotzdem stolz sein. Von 6000 Leuten waren tatsächlich nur 3... 2018 ist... Hallo. Das sind die Insta-Bitches. Leute. Also eigentlich wollte ich jetzt gerade der da einladen zum Live-Challenge. Hallo, hi. Wow. Der Marc Forster behauptet, er weiß, wie es geht. Hat sich die schon